Zuerst machen wir die Frikadellen und dafür brauchen wir einmal ca. 800 Gramm gemischtes Hackfleisch, einen Teelöffel Senf, zwei Eier und ein im warmen Wasser aufgeweichtes Brötchen vom Vortag. Ich habe mein Hackfleisch schon gewürzt mit Salz und Pfeffer. Könnt ihr nach Geschmack machen, wie ihr es haben möchtet. So, dann nehmen wir die Brötchen und bringen es einmal aus. Und geben das einfach da rein. Und das auch. So. Und jetzt müssen wir das einfach kneten. Lecker. So. Und die Eier mit rein. Und wieder kneten. Jetzt schneiden wir zwei Zwiebeln in Streifen. Ungefähr so. Jetzt geben wir etwas Öl in die Pfanne und lassen die Zwiebeln einfach kurz anbraten. Jetzt stellen wir das runter und machen die Zwiebeln einfach erstmal in eine Schüssel rein. Die kommen nämlich dann auf den Burger drauf. Und dann belegen wir den Burger einfach mit den Zwiebeln. Und wenn die so ein bisschen angebraten sind, dann schmeckt das viel besser. Ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr wollt. Drei Tomaten und vier Salatblätter. Ich schneide erstmal die Tomaten. Und zwar in Streifen, wie die Zwiebeln. In so Scheiben. So, und die einfach erstmal in eine Schüssel. Jetzt schneiden wir die nächsten. Und jetzt der Salat. Erstmal das hier vorne abschneiden. Und jetzt schneiden wir das einfach in der Mitte durch. So. So. So, das passt doch. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal die Frikadellen. Dafür nehmen wir uns etwas hiervon, von dem Hackfleisch, und formen das so, wie wir es haben wollen. Herd wieder anmachen, auf Stufe 7. Und dann in die Pfanne. Und ups. Ich glaube, vier passen. Ich habe hier so einen Cheddar-Schmelzkäse. Und die packe ich jetzt einfach oben drauf. So. Und so. Und noch eine. Ich glaube, die sind mittlerweile gut.
Der Käse sieht auch gut aus. Dann können wir das jetzt hier runternehmen. So. Jetzt nehmen wir nämlich Brötchen. So. Dann braten wir die einmal an. Einmal hier. Und da passt noch ein kleiner hin, glaube ich. So. Kurz für ein paar Sekunden. Sehen jetzt so aus. So ganz kleines bisschen knusprig halt. Und das reicht auch schon. Der nächste Schritt ist die Soße. Ketchup, Mayonnaise und Senf. Geben 2 Teelöffel von dem Ketchup. In die Schüssel. Und 1 Esslöffel Mayonnaise. Und dann noch einen Teelöffel Senf. So mischen wir jetzt. Und dann haben wir eine leckere Burgersoße. Ihr könnt entweder die machen oder ihr kauft euch irgendwelche oder ihr geht auf Kalinkas Küche und macht die kompliziertere Soße. Aber die schmeckt dann am Ende wahrscheinlich auch am besten. Es sind noch nicht alle Burger fertig, aber wir können ja trotzdem schon mal welche mit dieser Soße bestreichen. So, eine Seite und hier die andere. Und wenn die Soße nicht reicht, dann macht ihr euch einfach noch mehr. Wir belegen die einfach schon, die 2, so zur Probe, vorsichtig und hier einfach drauflegen. Dann legen wir hier auch Zwiebel drauf, ein Blatt Salat. Und natürlich Tomate. Noch eine Schippe. Jetzt nach dem Kochen ist natürlich ein bisschen dreckig, deswegen das ist jetzt hier nicht so schön. Aber ich wollte einfach mal zeigen, ich piekse jetzt so einen Zahnstocher oder sowas rein und dann hält das auch. Und das ist, finde ich, richtig cool geworden. Mein erster Burger, den ich wirklich alleine gemacht habe. Ist hier leider ein bisschen, ganz kleines bisschen verbrannt, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ja, das ist mein Burger und dasselbe macht ihr jetzt auch mit den restlichen Sachen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!